Tori setzt Hayutoshi an. Uke blockiert durch Gewichtsverlagerung nach hinten. Tori geht in einen tieferen Stand, scheinbar um den Zug nach vorne zu verstärken. Uke verstärkt seine Anstrengung, sein Gleichgewicht zu halten. Diesen Moment nutzt Tori, den Kibadachi zu verlassen und das rechte Bein statt vor, wie beim Hayutoshi notwendig, nun hinter beide Beine von Uke zu setzen.